Mein Name ist David Vogt, ich bin Bereichsleiter der Softwareentwicklung bei der Adfinisci Group und wie gesagt mache die Vertretung von Dirk, der krankheitshalber abwesend ist. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ab und zu noch etwas ablesen muss. Nicola hat ja die Firma heute schon ziemlich gut vorgestellt, also halte ich mich da mal ein bisschen kurz. Unser Thema ist virtuelle Desktops. Jetzt haben wir gerade gehört über das LTSP, Terminal Server. Das kann man natürlich auch in einer anderen Variante machen, über VDI, das heißt Virtual Desktop Infrastructure. Der größte Unterschied hier ist zum normalen Terminal Server Modus, dass wir einen ziemlich starken Server haben, auf dem dann die Arbeitsstationen virtualisiert laufen. Und auf der Client-Seite funktioniert es dann aber ziemlich genau gleich wie beim Thin Client. Okay, vielleicht mal auf die Unterschiede einzugehen. Der Vorteil von einer VDI-Lösung ist, dass wir eine absolute Nutzertrennung haben, da jeder Nutzer seine eigene virtuelle Arbeitsstation hat. Die sind also stärker getrennt als bei einer normalen Terminal-Server-Lösung, das der Fall wäre. Oft ist es auch so, dass bei Windows-Servern zum Beispiel die Umgebung nicht exakt gleich ist wie bei der Arbeitsstation-Version. In dieser Variante mit VDI kann man natürlich ein Windows 7, 8 Home Edition zum Beispiel am Laufen haben, das genau gleich funktioniert, wie das die Leute von zu Hause gewohnt sind. Was man natürlich hier auch machen kann, ist Remote Hardware unterstützen. Heißt, ich kann am Thin Client einen USB-Stick anhängen und den dann auch auf der virtuellen Umgebung benutzen. Natürlich gibt es einen größeren Overhead. Der Server muss ziemlich leistungsfähig sein, weil halt je nach Umgebung mehrere virtuelle Arbeitsstationen parallel emuliert werden. Wir haben da in Projektarbeit mit Schulen auch eine Sammlung von Werkzeugen gebaut, die wir unter dem Namen Virtesk auch auf GitHub anbieten. Das ist eine Sammlung von Werkzeugen, die das Management von solchen Umgebungen vereinfacht. Grundsätzlich ist das Ding modular aufgebaut. Man kann also gewisse Teile davon benutzen oder auch nicht, je nachdem, wie man das wie halt die Anforderungen sind. Was man machen kann, ist zum Beispiel, man kann eine zeitgesteuerte Anwendung machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel für einen Vormittag kann ich ein Windows mit Software, mit Office zum Beispiel anbieten und am Nachmittag dann eine andere Windows-Installation ohne Office, dafür mit einem Grafikprogramm. Solche Sachen kann man damit komplett automatisieren. Auf den Thin Clients haben wir einen Fedora am Laufen, das komplett automatisiert sich mit dem Server verbindet und eigentlich direkt dann den Login-Bildschirm des virtuellen Windows auf dem Server anzeigt. Das heißt, ein Anwender bekommt im Optimalfall gar nicht, sieht gar nicht, dass es eigentlich eine virtuelle Umgebung ist und dass das Windows nicht an seinem PC läuft. Im Fehlerfall hat man natürlich diese Magie nicht, aber normalerweise funktioniert das. Genau. Man kann natürlich Templates bauen, das heißt, ich installiere einmal ein Windows und kann dann auf dieser Basis mehrere virtuelle Maschinen automatisch ausrollen und damit kann ich einen ganzen Klassenraum zum Beispiel
mit exakt der gleichen Software versorgen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, man kann das dann stateless machen. Das heißt, am Ende des Unterrichts wird die Maschine heruntergefahren und alles wird vergessen. Wenn irgendwo ein Virus eingefangen wurde, kein Problem. Die Maschine wird auf den Ursprungszustand zurückgesetzt und im nächsten Start ist alles wieder wie neu. Man kann aber auch stateful machen, wenn man halt über mehrere Tage zum Beispiel ein Modul hat im Unterricht und die Schüler da auch was speichern sollen. Wie gesagt, wir haben zentrale Tools, um die ganze Geschichte zu konfigurieren. Ich gehe jetzt da nicht allzu tief ins technische Detail. Wichtig ist, die Architektur ist so aufgebaut, dass es immer auf Klassenraumbasis funktioniert. Wir haben da aber auch spezielle Rollen, damit zum Beispiel ein Lehrer-PC zusätzliche Software enthalten kann und so nicht genau gleich konfiguriert ist wie die PCs für die Schüler zum Beispiel. Hier haben wir nochmal den groben Ablauf. Technisch gesehen, der User schaltet den Thin Client ein. Diese verbindet sich mit einer Datenbank, prüft, welche virtuelle Maschine muss ich momentan ansprechen, anhand von den Zeitregeln und eventuellen weiteren Konfigurationen. Dann wird verbunden. Im Idealfall ist die virtuelle Maschine bereits im Voraus gestartet und dann ist der Startvorgang des Ganzen in wenigen Sekunden soweit, damit man schon arbeiten kann. Das Problem mit der ganzen Lösung im Vergleich zu einem normalen Terminal-Server ist natürlich, wie gesagt, man braucht sehr viel mehr Ressourcen auf dem Server, im Netzwerk. Die Thin Clients natürlich, die haben dafür ziemlich schwache Anforderungen. Also da reicht zum Beispiel eine Raspberry Pi oder ähnliche Hardware. Grafik, vor allem 3D-Software, ist ein bisschen ein Problem. Das funktioniert noch nicht so gut. Und ganz ehrlich, unsere Lösung ist, wie gesagt, im Projekt mit Schulen entstanden. Es ist also keine Turnkey-Lösung, die man installieren kann und alles funktioniert und ist perfekt. Also da braucht es immer noch ein bisschen Unterstützung. Aber das ganze Ding ist komplett Open Source. Also wenn jemand ein bisschen selber basteln will oder ausprobieren, dann kann man das machen, ohne dass man jetzt da von uns Dienstleistungen einkaufen muss. Das ist nicht die Idee, dass wir da die Leute dazu zwingen sollten. Okay, vielen Dank.